Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Das Schwarze Auge, Satinavs Ketten. Ja, und ich muss sagen, ich habe jetzt schon einige Tage nicht mehr gezockt. Das heißt, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen hier reinfuchsen. Aber ich denke, das ist sicherlich kein Problem. So, ich weiß noch, dass wir hier schon mit dem Ritter Zornbold geredet haben. Und wir wollen irgendwie in Richtung der Blutzinnen. Und ja, dann schauen wir doch einfach mal, was es hier jetzt so noch zu entdecken gibt. Und irgendwas hat es hier mit diesen Fensterläden auf sich. Deswegen schaue ich mir das mal als erstes an. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. Oh, okay. Niemand da. Gram ist da. Er hat sich bloß verkrochen. Aha. Gut, ich erinnere mich da noch, dass da der Ritter Zornbold das letzte Mal auch schon was dazu erzählt hat. Probieren wir es doch mal damit. Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Okay, können wir offensichtlich nicht. Oh, guck mal, da oben gibt es einen Einbärenstrauch. Sind die nicht gut für die Gesundheit? Ich habe mal sowas gelesen. Wie soll ich da rankommen? Das ist in der Tat, ja, eine sehr gute Frage. Einbeeren. Ja. Ihr bitterer blauer Saft ist wieder erwarten sehr heilkräftig. Ja. So. Tja, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so haben. Gute Nuri. Eine Mechanik. Na, dann drehen wir doch mal hier an der Kurbel. Gucken wir mal, was passiert. Sonderbare Vorrichtung. Komm, mach mit mal. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Ja, aber mach doch mal. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Nein. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Oh. Ah. Okay, und sonderbare dann mal hier. Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil. Ah, okay, gut, das hat man schon. Die Verbindung, das Rad drehen, irgendjemand hat die. Gut. Können wir mit dem Messer vielleicht? Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Schade eigentlich. Gut, dann probieren wir doch mal. Na, wir gucken noch mal hier in den Wagen rein. Mal sehen, was uns die gute Puppenspielerin hier noch zurückgelassen hat. Das sieht ja alles sehr zerwirtschaftet aus. Meine Güte, was habt ihr denn hier gemacht, ihr beiden? Naja, ich will es vielleicht gar nicht so genau wissen. Oje, oje, sogar der Harvey, der hat sich hier hinten irgendwie verkrochen. Mann. Schellenstab. Komm, wir packen mal alles ein, was wir finden. Das ganze Magnesiumpulver ist weg. Das heißt, wir können keine lustigen Experimente mehr machen. Oh. Ich nehme einfach alles mit. Natürlich nehmen wir alles mit, Geron. Das ist doch... Ansonsten wäre es doch kein echtes Adventure, wenn wir nicht alles mitnehmen würden. Vor allem, wenn wir nicht alles untersuchen täten. So, Zinnflasche. Eingepackt. Gut. Oh, Pixel untersuchen. Oh, Trommelschlägel. Meine Güte, ey. Also die zwei haben mir echt ganz schön gewütet, muss ich sagen. So, die Leiter ist weg. Zügel packen wir auch noch ein. Das sieht aus wie eine Maultrommel, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, wie man sowas spielt, aber ich weiß, dass das eine Maultrommel ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie Ahnung habt, wie man sowas macht oder ob ihr so eine Sachen kennt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. So skurrile Musikinstrumente, also alles, was jetzt kein so Standard ist, sag ich mal. Nie wieder wird die Puppenspielerin diese Geschichte erzählen. Und ich bin schuld. Vielleicht bringe ich wirklich Unglück. Nee, so ein Quatsch. Geron, jetzt red dir nicht so ein Zeug ein. Das hat mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Du bist hier der Retter der Welt. Hoffe ich jedenfalls. So, gut. Ja, hier gab's doch noch. Ach, guck mal, ja, hier gibt's also doch nichts weiter. Gut, dann gehen wir wieder raus, denke ich mal. Weil dann haben wir ja hier letzten Endes alles. Schauen wir nochmal, wir haben die Zügel, Trommelschläge, Zinnflasche, einen Deckel, einen Schellenstab.
mal auf. Wir probieren mal den Schellenstab hier mit der Mechanik. Vielleicht können wir den ja da reintun zum Drehen. Passt genau. Na. So. Sonderbare Vorrichtung ja. Mit einem Ja, gut. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Okay, die Verbindung zwischen den Rädern. Wie ist das mit den Zügeln? Na, hallo. Plöpp. Genial. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Boah. Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind. Da hast du dich aber foppen lassen, Herzwerk. Na, aber hallo. Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Was willst du, Geron aus Andergast? Jo, wo wir gerade hier schon mal mit einem Zwerg reden. Also ich weiß nicht, ob ihr von anderen DSA-Spielen schon mal Let's Plays geguckt habt oder ob ihr vielleicht auch andere DSA-Spiele selber spielt. Aber es gibt ja da so die diversesten Witze über oder von Zwergen. Und einer, der mir gerade spontan einfällt, ist einer der kürzeren, und zwar folgender. Geht ein Zwerg an einer Taverne vorbei. Ja. Also falls euch noch irgendwelche Witze einfallen, ihr könnt es ja mal reinschreiben in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und auch, ob ihr andere Spiele aus dem DSA-Universum noch kennt. Oder ob ihr vielleicht selber DSA spielt. Also sowohl jetzt hier am Rechner, als auch vielleicht so Pen-and-Paper-Rollenspiel, so richtig mit Leute treffen sich, sitzen zusammen und würfeln Würfel oder sowas. Okay, aber zurück zum Geschehen. Wir wollen mit dem guten Herrn Zwerg hier reden. Gram hieß der, glaube ich, ne, wenn ich mich recht entsinne. Ja, also ich denke, wir fragen ihn erstmal über den Streit mit dem Ritter, oder? Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Ja, na, was ist denn da? Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Na gut, okay. Dann lass mal das halt. Meine Güte. Wie sieht's mit Ausrüstung aus? Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Hui, okay. Hast du hier einen Feenforscher gesehen? Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja, ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Okay, gut. Ausrüstung, Feenforscher nachhaken. Wir fragen mal noch ein bisschen nach. Vielleicht erzählt er uns ja trotzdem was. Ich glaube zwar nicht, also Zwerge sind ja nun nicht gerade dafür berühmt. Sehr, jetzt fehlt mir glatt mal das Wort. Also sie sind auf jeden Fall sehr dickköpfig. So. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Oh Mann, na gut, wir bieten mal Pferd und Wagen an. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Schade eigentlich.
Okay, na gut, einmal fragen wir nach. Ein Goldstück für die Ausrüstung und nicht weniger. Der Funkforscher? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich... Ja, okay, gut. Ich lass dich wieder in Frieden. Okay, das bringt offensichtlich erstmal nichts. Gut. Deckel, Zinnflasche, Trommelschläge. Okay. Lalala. Ritter Zornbold. Hier hinten kann man einfach so weitergehen. Da rein bringt erstmal nichts. Oh, der Rabe. Ich habe noch gar nicht. Rabe? Nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, hier, was hältst du von unserer aktuellen Situation? Sieht irgendwie nicht so brillant aus, oder? Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Ja. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, so, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Naja, also ist das ja, ja wäre jetzt ein bisschen anmaßend, oder? Also, nee. Nein. Aber wer fest genug an seine Ziele glaubt, dem helfen die Götter. Ja. Das dachte Isida sicherlich auch. Dein Zynismus hat sie nicht verdient. Was ich nur sagen wollte, noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Das stimmt. Also, Satinav ist ja, also vielleicht mal so ein bisschen zum Hintergrund, Satinav ist ja der, oh Gott, der Wächter der Zeit. Ich glaube, es ist sogar eine Art Dämonengestalt eigentlich. Und das ist, sagen wir mal, eine interessante Geschichte, weil Satinav jemand gewesen ist, der, sagen wir mal, in der Anbeginn der Geschichte vom Universum des Schwarzen Auges was gemacht hat, was man eigentlich nicht machen darf. Und zwar, er hat versucht, die Zeit selber zu beeinflussen. Also sozusagen ein sagen wir mal, großes Unheil in der Vergangenheit also abzuwenden. So. Und weil das aber nicht so gut ist oder nie gemacht werden soll, haben die Götter beschlossen, Satinav an das Schiff der Zeit zu ketten, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar gerade so, dass er nicht an das Steuerrad rankommt. Ne? Also so, dass er quasi so auf Armlänge dran ist, aber eben gerade ein Stück entfernt. Ja, und dort ist er aber eingeteilt als Wächter der Zeit. Und er ist sozusagen verdammt dazu, immer aufzupassen, dass sozusagen alles da seinen geregelten zeitlichen Gang geht. Also so. Und von daher kann man halt auch ein bisschen sagen, okay, Satinav ist so jemand, der quasi die Lebenszeit der Leute auch im Auge hat. Ne? Also das spielt hier, also da spielt der Rabe jetzt wahrscheinlich so drauf an, nehme ich mal an. Ja, soviel zum Hintergrund, also was ich so noch aus dem Gedächtnis weiß. Alles andere müsste ich jetzt auch nachschlagen. Okay. Ja, frag mal den doch mal noch ein bisschen zu den Kreaturen hier aus. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Okay. Vielleicht fragen wir ihn noch ein bisschen über Satinav aus. Vielleicht erzählt er uns ja auch noch was. Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt,
Die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Also, ne, was ich vorhin schon versucht habe, mit viel, viel mehr Worten zu erzählen, hat der Rabe jetzt ein bisschen besser auf den Punkt gebracht. Aber okay. Zumindest habe ich mich nicht ganz geirrt. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ja, erzähl uns mal noch was über die traurigen Feen. Nuri glaubt, dass die Kreaturen des Seers böse Feen waren. Wieso hat er so viel mit Feen zu tun? Da fragst du wirklich den Falschen. Will er sie auch zu einer bösen Fee machen? Vielleicht. Ich schaue mich mal weiter um. Ja, das denke ich auch. Gut, mit dem Raben noch geredet. Da wollen wir jetzt erstmal nicht reingehen. Reden noch mal kurz mit Nuri. Vielleicht hat sie noch was zu erzählen. Hör mal. Nö. Okay. Lass uns später weiterreden. Okay. Ich probiere mal noch hier oben vielleicht die Einwände. Keine einzige Beere fällt herab. Oh. Wie immer. Naja, das wäre vielleicht auch zu einfach gewesen. Okay, dann reden wir noch mal mit dem Ritter. Vielleicht hat der noch Herr was Ritter zu erzählen. Herr Ritter Zornbold, was ist los, Junge? Ja, hier, Pferd gegen ein Goldstück. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Nuri, wie sieht's denn aus hier mit Ausrüstung? Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nuri. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Oh Gott, zu Nuri sitzen fest. Dunkle Kreaturen Nuri an Zuhause erinnern. Zum Ritter Hilfe für Nuri. Ich rede erstmal ein bisschen noch mit Nuri. Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Ja, Nuri an zu Hause erinnern? Ich weiß ja nicht. Nee, dann wird es am Ende auch traurig. Naja. Fragen wir mal, ob der Ritter wenigstens Nuri hilft. Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Wie es aussieht, geht es ihr doch gut. Wobei sollte ich ihr helfen? Ja, Nuri, hier, wir sitzen glaube fest. Der Ritter hat schon recht. Mit leeren Taschen kommt man in der Wildnis nicht weit. Wir sitzen hier erstmal fest. Nicht schlimm. Ist doch auch schön hier. Was sind das für Bäume da? Wenn es dir gut geht, Mädchen, ist alles in Ordnung. Ich kann es nur nicht sehen, wenn schöne Mädchen leiden. Dann musst du eben wegsehen. Okay, dann erinnern wir Nuri vielleicht doch mal an zu Hause. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. So, jetzt ist sie traurig und jetzt fragen wir den Ritter nochmal wegen Wollt ihr denn Nuri nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nuri? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Tja, na, wie sieht's denn aus hier, Ritter? Kauft doch unsere Ausrüstung. Kauft ihr uns die Ausrüstung bei Gram? Dann bekommt ihr unser Pferd und es wäre allen... Auf keinen Fall. Mit dem Knauser mache ich nicht ein Geschäft mehr. Er verlangt doch nicht etwa ein Goldstück für etwas Ausrüstung? Pah! Na, gibst du uns dann wenigstens ein Goldstück für das Pferd? Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nuri wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade.
Oje. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Ja, da kennt der Geron nix. So, ja, das Pferd jetzt weg. Na gut. Okay, ja, dann denke ich, an der Stelle beende ich mal den Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.